und die Betreuer haben sich auf den Bewerb teilweise schon 3 Monate vorbereitet. Man hat es gesehen, es waren halt Top-Leistungen, Top-Zeiten. Und ich freue mich jetzt schon, wenn ich in einer Stunde circa das Ergebnis vom heutigen Bewerb präsentieren darf. Und der Kleinste hat pumpen müssen und pumpen ist natürlich das Schwerste. Und die 2 Größten haben natürlich wieder spritzen müssen. Und da ist halt das Auslosen immer ein bisschen ein Kampf. Also wir sind in Bronze, 2-mal in Bronze antreten und einmal in Silber. Wir haben ergänzte Bronzegruppen gehabt und A-Gruppen in Bronze. Mit der A-Gruppe sind wir im Junior Champions Cup jetzt. Und mit der B-Gruppe haben wir auch das Abzeichen positiv absolviert. Und mit der Silbergruppe haben wir jetzt gerade den Staffellauf fertig gehabt, haben wir 64er Zeit beim Bewerb fehlerfrei. Und im Staffellauf waren wir auch ganz gut, also schaut ganz gut aus. Also ich bin zur Feuerwehr Jugend gegangen, weil mein Bruder schon dabei ist und mein Papa war dabei. Und ja, mich hat das einfach interessiert und dann bin ich halt dazu gegangen. Ja, weil es cool ist, weil es die Übungen machst und in einem Jahr haben wir einen 24-Stunden-Tag, da haben wir 24 Stunden in der Feuerwehr und da macht man verschiedene Übungen und das ist frei so witzig. Dass so eine Großveranstaltung durchgeführt werden kann, bedarf es vieler Personen und Institutionen, die mitarbeiten. Der örtlichen Feuerwehr St. Veit, die hervorragend gearbeitet hat, der Arbeitsgruppe im Landesfeuerwehrverband, die die Veranstaltungen plant, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landesfeuerwehrverbandes, Rotes Kreuz, Feuerwehrarzt und viele Helferinnen und Helfer. In Summe ist es ein wichtiges Ereignis. Die Buben und Mädchen trainieren Monate vorher auf diesem Bewerb, werden von ihren Betreuerinnen und Betreuern bestens geschult. Da geht es nicht nur um die feuerwehrtechnische Fertigkeit, sondern auch um Teamgeist, Zusammengehörigkeit, Kameradschaft, Geselligkeit. Wie gesagt, ein super Event und wir im Bundesland Salzburg stehen stolz auf unsere Mitglieder. Wir haben heute einen freudigen Tag. Wir haben den höchsten Mitgliederstand in der Feuerwehrjugend mit derzeit 1132 Buben und Mädchen. Haben wir in den letzten Jahren nicht gehabt und der Mädchenanteil beträgt aktuell auch schon 18,5%. In Summe ein guter Tag, ein super Ereignis und wie gesagt, wir sind stolz auf unsere Buben und Mädchen.